In der Oberklasse haben es ausländische Hersteller bei heimischen deutschen Kunden traditionell schwer. An Mercedes, BMW und Audi ist in dieser Klasse kaum vorbeizukommen. Wer dennoch auf der Suche nach einer Alternative ist, die es mit E-Klasse, 5er und A6 in Sachen Technik, Luxus und Prestige aufnehmen kann, wird bei Volvo mit dem S90 fündig. Dass die Schweden für gutes Design bekannt sind, ist ja nichts Neues. Auch hier im Innenraum haben sie wieder wunderbare Materialien verwendet. Von feinstem Leder bis hin zu schöner Holzoptik haben wir fast alles, was das Herz begehrt. Zu den auffälligsten Kennzeichen zählt die markante Frontpartie mit neuem Kühlergrill und die T-förmigen LED-Tagverleuchten im Thor's Hammer-Design. An der Seitenpartie findet man zahlreiche Chromakzente, die Teil der gehobenen Inscription-Ausstattungslinie sind. Das sportlich elegante Stufenheck zieren LED-Rückleuchten, die das Design der Frontscheinwerfer aufgreifen und der Volvo-Schriftzug. Im Cockpit trumpft Volvo dann noch einmal richtig auf. In der Top-Ausstattung Inscription sind nur feinste Materialien wie Glas, Alu, hochwertiges Leder und offenporiges Holz verbaut. Auch ein virtuelles Cockpit ist an Bord. Geschaltet wird über eine 8-Gang-Automatik. Die beigen Ledersitze sind allerdings leider genauso schmutzanfällig wie Nobel. Dass man in einem Fahrzeug wie dem Volvo S90 nicht nur vorne reist, ist natürlich selbstverständlich. Auch hinten im Fond haben wir jede Menge Beinfreiheit und auch Kopffreiheit, was uns natürlich auch auf längeren Reisen zugutekommt. Mit 500 Litern Ladevolumen reicht der große Kofferraum sowohl für den Wocheneinkauf wie auch für einen längeren Urlaub aus. Dass der Volvo S90 auch für Familien geeignet ist, zeigt sich hier auf der Rücksitzbank. Mit einem einfachen Handgriff klappen wir hier den Sitz hoch und so finden Kleinkinder oder auch kleinere Kinder ganz locker Platz und brauchen keinen Kindersitz mehr. Angetrieben wird unser S90 vom D5, dem stärksten Diesel. Der Vierzylinder-Turbomotor leistet 173 kW und beschleunigt in glatten 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Verbrauch geben die Schweden mit 5,4 Litern auf 100 km an. In der höchsten Ausstattungslinie Inscription startet der S90 bei gut 61.000 Euro in Deutschland. Das Fahrverhalten des Volvo S90 ist sehr angenehm. Einzig und allein in Kurvenfahrten merkt man doch sein relativ hohes Gewicht. Allerdings ist das bei einem Fahrzeug in seiner Klasse auch eher nicht untypisch. Volvo steht vor allem für Sicherheit. Reichlich Assistenzsysteme sind der Pflicht, und zwar als Grundausstattung. Beim S90 sind es zum Beispiel Notbrems-, Spurhalte- und Abstandsregelassistent. Der Pilot Assist, wie Volvo ihn nennt, ermöglicht teilautonomes Fahren. Er hilft einem dabei, die Spur zu halten oder auch den Abstand zum Vordermann. Allerdings sollte man nie das Lenkrad außer Hand lassen, da man selber dafür verantwortlich ist, wo man hinfährt. Der serienmäßige Pilot Assist ist vor allem für Autobahnen gedacht, bei Geschwindigkeiten bis 130 km/h. Er ist ein weiterer Schritt zur Erfüllung der Volvo Vision 2020. Ab kommendem Jahr soll kein Insasse eines neuen Volvo-Modells mehr im Straßenverkehr getötet oder schwer verletzt werden. Abschließend kann man sagen, mich hat der Volvo S90 überzeugt. Er hat jede Menge Luxus im Innenraum, seine Fahrassistenzsysteme unterstützen einen bei der Fahrt und machen die Fahrt auch noch sicher. Sein D5-Motor ist sehr sparsam und dadurch schont man auch noch die Umwelt. Der S90 ist tatsächlich eine gelungene Alternative zum deutschen Premium-Trio. Muss er auch. Er ist nämlich genauso teuer.